Hallo Leute, und heute ist wieder Unboxing-Teil mit euer PD Bones, und zwar zu der Blu-ray Collections Edition zu Stromberg. Alle 5 Staffeln plus Kinofilm. Finde ich richtig cool. Ich würde mal sagen, ich mache mal hier ganz kurz die Folie ab und dann zeige ich euch mal die Blu-ray Box komplett. Ich mache jetzt hier einfach mal hier auf. Zack. Finde ich cool. Ich finde das cool, dass dies endlich als Blu-ray erscheint. Das habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Ich habe gedacht, Mann, irgendwann muss man doch die Serie mal rausbringen. Stromberg ist ja so eine gute Comedy-Serie und so eine, und aus Deutschland. Und ich finde es schade, man vernachlässigt gerade in Deutschland sehr den Blu-ray-Markt. Da wird vieles nicht rausgebracht. So vieles kommt nicht raus. Wilsberg kommt nicht raus, was ich finde. Wilsberg müsste unbedingt auch mal rausbringen. Auch so eine schöne Collections-Edition. Weiß ich nicht, die ersten 40 Folgen oder 60 Folgen. Es hat ja, oh, vielleicht hat es auch mehr Folgen, ich glaube sogar 70 Folgen inzwischen. Müsste man ja auch mal als eine kleine Edition rausbringen. Ja, vielleicht Teil 1 hier mit die ersten 40 Folgen oder so. Und Teil 2 dann später mit 80 Folgen. Auf jeden Fall. Oder ganz viele Mario Adolf Filme und Serien, die er gemacht hat. Es gibt so viele gute Sachen, die in Deutschland noch nicht rausgekommen sind. Coole deutsche Produktionen, die irgendwie nicht als Blu-ray erscheinen, was ich echt schade finde. Und ich muss sagen, das sollten sie echt mal machen. Paar coole mal einfach rausbringen. Da gibt es zum Beispiel Praxis Bülow-Bogen oder Drei Damen vom Grill oder so. Die haben schon ihre 20. DVD-Version bekommen. Ja doch, DVD-Version, aber noch nie eine Blu-ray-Version. Frage ich mich, warum da noch nicht jemand was gemacht hat. Also es gibt sehr viele Sachen. Es gibt wirklich auch coole Filme, deutsche Filme, die einfach noch nicht rausgebracht worden sind. Und die finde ich echt cool. Stromberg ist eine coole Serie, eine schöne deutsche Comedy-Serie, wie gesagt, die auch einen sehr speziellen Humor hat. Ich zeig's mal ganz kurz von hinten. Ein Humor, den man wahrscheinlich in Deutschland so nicht mehr zu finden wird. Den man nicht mehr finden wird. Ich glaube nicht mehr. Also so wie sich jetzt das alles entwickelt hat, alles politisch korrekt. Und so wird sowas wahrscheinlich nicht mehr produziert in Deutschland. Was ich echt schade finde. Aber sei es drum. Gucken wir mal erstmal hier rein. Hier haben wir dann alle Discs, ja. Gucken wir mal rein. Erste Staffel. Da haben wir jetzt zwei Discs auf einmal. Also ich gucke mal ganz kurz rein. Wir haben jetzt die erste Staffel. Dann haben wir die zweite Staffel. Ja, also die liegen alle hier drin erstmal. Dann da unter ist dann die dritte Staffel. Unter der ist keine, ich zeige mal ganz kurz die dritte Staffel. Ich werde jetzt nicht alles rausbringen, rausholen, dann aber hinter das hintere Bild eigentlich. Ich hole mal doch ganz kurz das hier raus, damit ihr euch mal ganz kurz das hintere Bild angucken könnt. Und zwar haben wir dann noch die vierte Staffel, ein extra CD, dann die fünfte Staffel und der Film. Ja, zeige ich euch auch alles gleich mal. Aber so sieht es dann aus, wenn man die CDs rausnimmt. Finde ich ganz cool. Ja, schönes Design von hinten. Zeig's mal ganz kurz noch auf. So nochmal. Schade, dass kein Wendecover dabei ist. Hätte man eigentlich cool machen können, statt so das hier so zu machen. Aber gut, innen sieht schön aus. Aber das, oh, hier sind ein bisschen Plastik von der Hülle abgefallen. Finde ich nicht so cool. Okay, jetzt gucken wir mal ganz kurz die zweite Staffel. Haben wir hier. Ich muss mal, dass ich sie wieder in eine Reihenfolge reinmache. Erste Staffel, zweite Staffel waren übereinander. Erste Staffel. Coole Serie, sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Kann ich nur empfehlen. Ich mache mal ganz kurz die dritte Staffel. Ja, wieder hier rein. So sieht die aus. Alles halt ganz cool. Design. Stromberg halt. Ich finde die witzig. Ich finde das eine witzige Serie. Und Christoph Maria Herbst war auch ziemlich witzig in der Serie. Hier haben wir dann den Kinofilm. Fange ich mal wieder hier rein. Ja, zack. Dann haben wir noch die Staffel 4. Ja, wie gesagt, aber die müssen wir erst die Staffel 5 reinmachen. Die ein bisschen schwächer war. Der Kinofilm war jetzt auch nicht so gut. Aber die ersten zwei Staffeln sind meine Lieblingsstaffeln. Die dritte geht auch noch, glaube ich. Aber so ab vierte, fünfte wird es dann nicht mehr so gut. Der Kinofilm war ganz okay. Ja, wieder hat alles drin. Da haben wir noch ein schönes Booklet. Ja, ich zeige mal ganz kurz. Hier steht dann noch die ganzen Episoden drin. Ja,
zu Staffel 1, 2, 3, 4 und 5, ja. Bonusmaterial haben wir dabei. Dann steht ein bisschen was zu der Fernsehserie. Ja. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was. Hier haben wir noch Entdecke das Merchandise, also die Merchandise-Produkte für Stromberg und den Kinofilm. Und ja, das hier ist ein schönes Booklet, das schöne Blu-ray, schöne Staffeln. Ich finde es schön, die jetzt zu haben und dann mal wieder zu gucken. Schade, FSK-Logo hätte ich auch einfach einen Aufkleber, hätte man einfach einen Aufkleber aufmachen können. Schöne Sache, kann ich nur empfehlen. Hat, glaube ich, 34 Euro gekostet, vielleicht auch 40 Euro. Ich sollte mir die Preise mal merken. Ich habe es nicht mehr im Kopf, war aber auch, glaube ich, runtergesetzt. Und ich kann es nur empfehlen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao.